Die letzten Sekunden vor der Detonation. Die wohl spektakulärste Szene in den 8 Jahren Erfolgsgeschichten aus dem Serienfrauenknast hinter Gittern. Viele Verletzte, unzählige Tote. Die Fans der Serie wissen nicht, wie es weitergeht. Andere müssen 3 Monate Sommerpause mit all den offenen Fragen ertragen. Ihn haben wir eingeladen, einen der größten Fans, den Manager Michael Matern. Er darf heute mal echte Knastluft bei Hintergittern schnuppern. Eine Originalzelle versetzt den Mann geradezu in Verzückung. Super. Das ist für mich wirklich einfach super. Vor allem, ich habe ja hier so Bilder jetzt auch gesehen, also der Bruder von Walter als Rolle eben halt, dass also so ein Bild dann tatsächlich hier existiert. Ja, die Handtücher mit der JVA drauf. Das sind so Sachen, die man ja dann eben nur kennt, die gibt's dann wirklich. Das ist schon ist toll. Der 54-Jährige, Personalchef von 800 Mitarbeitern bei Vorwerk Elektro, einem großen Konzern in Wuppertal, ist offenbar ziemlich beliebt bei den Kollegen. Weil die wissen, dass er keine Folge verpasst, haben sie hinter Gittern bei Vorwerk verfilmt. Die Frauenknast-Serie, mal etwas anders. Die Serienhauptfigur Walter ist hier tatsächlich ein Mann mit schwarzer Perücke. Natürlich gibt's gleich richtig Zoff. Als du weg warst, hab ich dir das sagen wollen. Außerdem hatten wir unsere Ruhe ohne dich. Da muss ja wohl mal wieder was passieren, was? Hallo, ja! Walter, noch dreister als in der Serie, erpresst den Knastchef. Gemeint ist natürlich der Chef im wahren Leben, Michael Matern. Der soll ihm helfen, auszubrechen. Die Zweifel in Gestalt von Kollegen. Wie bist du denn da rangekommen? Nein, bitte! Du bist doch so ein guter Mensch. Na eben, deshalb. Hilf Walter und damit dir selber. Ach, was soll das ganze Gejammer? Ich mach's. So sieht dann ein Ausbruchsversuch à la Vorwerk aus. Vom Kollegenfilm zurück in die Hintergitternzelle. Michael Matern ist ein neugieriger Mensch und schnüffelt erstmal ein bisschen. Und jetzt soll er hier verrotten? Gott ergeben wartet er auf sein Schicksal. Was ihm bevorsteht, ahnt er nicht. Michael, sag mal, tickst du noch ganz richtig? Was machst du auf meinem Bett hier? Hallo. Ja, hallo. Ja, was machst du auf meinem Bett? Ich wusste noch nicht, welches Bett hier belegt ist. Und, Mann, das ist doch total klar, das ist meine Koja. So, das, da oben ist Mel. Naja. Ja, muss ich die nehmen? Du könntest die da drüben nehmen. Okay, wie neu von Uschi. Wo ist Uschi? Aber, naja, gut, okay, setz dich hin. Was willst du denn hier, ne? Das wäre scheiße gemacht, oder? Ja, die haben mich heute Nachmittag quasi verhaftet. Die haben dich verhaftet? Und, ja. Was hast du verbrochen? Ich habe mich für den Knast interessiert. Du hast dich dafür interessiert, Mann. Und Leute wie wir versuchen hier rauszukommen. Das war total kacke, du interessierst dich dafür. Ja. Tut mir auch wahnsinnig leid, aber wir haben uns überlegt, du wirst heute Nacht hierbleiben. Nee. Doch. Du schläfst da oben auf der Pritsche. Ich gehe hier unten auf die Pritsche und kannst schon mal die Schuhe ausziehen, wenn du möchtest. Also das ist mein Bett. Du wolltest ja unbedingt meinen Knast. Ja, ja. Aber ja, die Bullen sind draußen. Hier kommst du nicht raus. Nicht zum Übernachten, oder? Kann ich dir nur eine gute Nacht wünschen? Dann darf Michael Matern doch noch mal für 2 Minuten aus der Zelle. Ja, super. Was macht Ihnen eigentlich am meisten Spaß bei Hintergittern? Was macht mir Spaß? Für mich ist es so ein bisschen das Eintauchen in diese andere Welt. Ich kenne sie Gott sei Dank nicht und bin Gott sei Dank auch weit davon entfernt, was ja hoffentlich auch eher die Regel sein sollte. Aber das ist eben mal so, ja, relaxen in dieser eine andere Atmosphäre, eine andere Welt, aus der man auch jederzeit sofort wieder aufsteigen kann. Kathi Karrenbauer wärmt sich auf für die nächste Szene. War das heute spektakulärer Höhepunkt ihrer Serienkarriere? Es gab natürlich schon einige große explosive Dinge hier. Solche Explosionen hatten wir allerdings noch nicht. Vor einigen Jahren bin ich mal geflohen bin ich durch ein anderes Loch. Aber dieses hier heute, das war schon sehr extrem. Der Rauch hat sich verzogen. Die Dramen aus dem Frauenknast haben erst mal Pause.
bis zum Herbst. Dann geht's weiter. Zieh sie an, Kinder, und wir machen noch mal 6 Minuten lang das. So,